Hallo miteinander und herzlich willkommen zum RZ-Magazin hier auf TV Oberwallis. Bevor das die Fasnacht richtig losgehen kann, muss das Outfit der Guggenmusiker richtig sitzen. Dabei wird zum grossen Teil ein grosses Geheimnis um das Kostüm gemacht. Der Walter Bellwald weiss aber jetzt schon, mit was für einem Sujet das Trophyfäger in diesem Jahr unterwegs werden sie. Stolz präsentiert der Domian Squaratti, Präsident von der Guggenmusik Raffi-Fäger, das neue Kostüm von seiner Guggenmusik. Wie ihm geht es in diesen Tagen ein Haufen Guggenmusikanto, die neu kostümiert die diesjährige Fasnacht in Angriff nehmen. Die Katrin Bodemann ist eine von vielen Bekleidungsgestalterinnen, die dafür sorgen, dass die Kostüme rechtzeitig fertig werden. Die meisten wollen es auf November, weil am 11.11. die meisten den ersten Auftritt haben. Und jetzt kommen schon die Anfragen für die nächste Saison. Aber momentan seid ihr euch dahinter mit Guggenmusikwänden? Ja, es gibt nur einzelne, die es später wollen, auf die Fasnachtseröffnung zum Beispiel. Die Arbeit im Nähatelier ist ganz unterschiedlich. Einerseits werden Stoffe von Kostümen schon fertig geschnitten geliefert und andererseits ist die Kreativität gefragt. Also bei einer Raffi-Fäger bringt mir einfach alles schon geschnittenes. Aber es gibt auch deren, wo ich Sujet kreieren muss oder was ich mir Zeichnung bringen und ich dann berate, was man besser könnte machen oder anders. Macht das mehr Spass, wenn man kreativ tätig sein kann? Schon, ja. Dann kannst du deine Kreativität ein bisschen ausleben und so. Aber das andere ist auch gut. Du hast weniger Arbeit. Der Damian Squaratti ist heute ins Nähatelier gekommen, um das neue Kostüm anzuprobieren. Zum 45-Jahr-Jubiläum von Raffi-Fägern haben sie hier ein ganz spezielles Kostüm entworfen. Das Motto für uns ist 45 Jahre Garten Eden. Weil wir Jubiläum haben, ist das ein spezielles, ja, spezielles Motto. Fahren wir zum Beispiel Brasilien, WM. Es ist dann da eigentlich so, je nach Thema, je nach Situation, irgendwas jeder Gott auslesen. Also das Kriterium selber. Das macht alles die Kostümgruppe. Also das gibt mir nichts. Da mache ich nichts dran. Ein Blumenmotiv mit Rosen. So sieht das Muster vom Kostüm von Raffi-Fäger aus. Also speziell ist sicher die helle Farbe. Vor allem, da haben wir so ein bisschen Sorgen gehabt. Weisse oder fast weisse Recke wird freuen. Man sieht ja vielleicht schon hin und da noch mal grüne Flecken von einem Getränk oder in so ein Heikel. Aber ich sage dir, das kommt gut und vor allem aber es ist speziell. Also wie die Raffi-Fäger eigentlich immer haben, wir haben immer spezielle Kostüme gehabt. Sommer gefällt es nicht. Ich sage immer, in einer Gruppe sieht es einfach ganz anders aus, wenn man es einzeln anschaut. Die Katrin Bodemann versteht ihr Handwerk. Schnell und präzise werden die einzelnen Kostüme zusammengenäht. Dabei wird jeder Arbeitsschritt immer wiederholt. Ja, ist schon ein bisschen, wenn du 40 Stück machen musst, hast du am Schluss schon, jetzt ist gut. Aber mir gefällt es. Ich bin ja selber in der Guggenmusik. Ich weiss, was das bedeutet. Ein Kollege, der mir helfen zum Beispiel, hat gesagt, jetzt sei der Gott für den Schutz gut, Guggenmusik. Bei der Herstellung von einem Guggenmusikkostüm wird vor allem zweckmässig geschafft. Das heisst, die Arbeit muss ring und flott von der Hand gehen. Für die Katrin Bodemann, die selber in der Guggenmusik ist, ist aber eine flotte Abwechslung. Eigentlich sind die Details, die das Kostüm ausmachen. Und maybe jetzt halt schon nicht gleich, wie wenn man eine Tracht bietet oder eine Jacke oder so. Das ist eigentlich mehr so speditive Arbeit, nicht unbedingt schöne Arbeit. Und dann ist es soweit. Der Damian Squaratti probiert das neue Kostüm an. Wie gefällt dem obersten Raffi-Fäger die Kostümierung für die diesjährige Fasnacht? Also ich selber muss sagen, ich kann als Präsident nicht viel Falsches sagen.
Aber ich bin eigentlich bis jetzt immer zufrieden gewesen. Logisch gibt es irgendwas, wo immer Kostüme, die weniger gut sind, die mehr gut sind oder die besser sind. Aber jetzt ist wieder ein spezielles, ich sage immer, das ist ein spezielles Raufenfeger-Kostüm. Und so soll es eigentlich auch sein. Wir waren immer schon speziell gewesen und es soll so bleiben in Zukunft. Die Katrin Bodemann ihrerseits kann im neuen Outfit von Raufenfeger nicht gerade so viel abgewinnen. Ich habe der Raufenfeger schon gesagt, meine Meinung dazu. Den anderen, die ich es gemacht habe, habe ich auch gesagt, es scheint es so wollen, also müssen sie es so machen. Das klingt aber eher negativ. Ja, dieses Jahr hat es schon, ja. Also gefällt es auch weniger das Gewand von das Kostüm von Raufenfeger? Es ist sehr speziell, sagen wir es so. Wie es nachher in der Gruppe aussieht, ist natürlich wieder etwas ganz anderes. Das tut der Jubiläumstimmung, aber kein Abbruch. Also wir haben im 45. Jahr schon mal machen, ein kleines Fest im Wohlstandsplatz. Da ist eigentlich eine Guckermusik eingeladen. Und wird ihr das hier genießen, wir festen und feiern das. Und schön, dass ein Guckermusik 45 Jahre kann feiern, weil es gibt leider nicht immer, dass sie so alt kommen. Aber ich muss sagen, wir festen das, wir feiern das. Also wisst ihr, das ist okay. Und so werden die Feger mit dem Sujet Garten Eden in der Fasnacht 2015 auftreten. So viel zum Thema Fasnacht für diese Woche. Ade miteinander.